Normalerweise wäre das gar nicht in Frage gekommen. Ein Protestant hätte ich ja nie haben wollen. Und er keine Katholikin, das stand schon mal fest. Wie das ist mit der Liebe. Man äugelt doch und man findet das doch toll. Und dann gab es, wir haben uns ja immerhin fast 5 Jahre bis zur Eheschließung gekannt. Und da gab es, er war in Berlin, ich in Wetzlar. Da gab es einen ganz, ganz regen Briefwechsel. Und in diesen Briefwechseln, da wurden solche Fragen natürlich auch so besprochen. Wie man Kinder haben möchte, wie die erzogen werden sollen, wie man mit den Schwierigkeiten der Region umgehen kann, diesen Unterschieden. Ja, und dann haben wir gedacht, das schaffen wir alles. Für mich war wichtig, also ganz, ganz wichtig, dass ich wusste, ich habe einen Mann, der gläubig ist. Und das hat für mich auch den Ausschlag gegeben, dass ich sagen konnte, toll, das geht. Ich stehe zu manchen Sachen der katholischen Kirche auch ein bisschen kritisch. Und das lässt sich ja nun auch nicht verschweigen. Und da braucht man nicht, wenn man tolerant ist, dann sagt man, was einen stört oder was einem gefällt. Aber einen kritischen Punkt in der Richtung gab es nicht.